Als Politiker, okay, man hat eigentlich nur zwei Karrierewege. Also man kann sich von einem großen Unternehmen kaufen lassen und dann um großes Geld einen weitgehend sinnlosen Job machen. Oder man bleibt in der Politik und macht um großes Geld einen weitgehend sinnlosen Job. Und doch gibt's Tricks, Kniffe, Kulturtechniken, die es einem erlauben, ohne jede Ahnung, ohne jeden Inhalt und ohne jeden Plan auch durch die härtesten Interviews zu kommen. Und das hat unter anderem mit diesem Zitat zu tun. Wenn du etwas ansparen möchtest, spar etwas an. Aber nicht, wenn du klug bist, sonst. Bist du unklug, sicher. Gut, also über diesen Satz kann man jetzt einmal ein bisschen nachdenken. Ja gut, man kann drüber nachdenken, er bleibt trotzdem ein Schatz. Also wenn du etwas ansparen möchtest, spar etwas an. Klar, wenn du es tun willst, dann tu's. Aber nicht, wenn du klug bist, heißt im konkreten Fall, wenn du sparst, bist du ein Trottel. Ja okay, aber sonst bist du unklug. Das heißt, wenn du nicht sparst, bist du auch ein Trottel. Also wenn du sparst, bist du ein Trottel, wenn du nicht sparst, bist du ein Trottel. Das heißt, alle, die wir heute hier zusammengekommen sind, die Sparer und die Nichtsparer, wir alle sind Trotteln. Ja, wenn Sie da applaudieren wollen, bitte. Die Frage ist jetzt, wer hat diese unglaublich charmante ökonomische These aufgestellt? Also könnte das gewesen sein, Hartwig Weider geht immer löger? Oder ich habe ihn schon gehört, der ehemalige Taxifahrer Werner Faymann. Oder vielleicht Johann Gudenus, das könnte ja so ein Tipp an eine russische Oligarchennichte gewesen sein. Da sparen wir ein bisschen was an, weil dann kannst du die Strabag beerben. Und wenn du nicht willst, wird scharf geschossen. Also der Mann hat wirklich Haltung, oder? Ich hätte ihn gern beim Activity-Spielen mit dabei gehabt. In meiner Jugend, bei diesen geschissenen Spieleabenden. Nicht? Mit dem hätten wir immer gewonnen. Nicht? Wobei, irgendwie, ich finde diese Geste ja gar nicht so männlich, wie er es wahrscheinlich gern gehabt hätte. Er erinnert mich eher an eine schwer bewaffnete Legehenne. Gluck, 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 meine Herr, gluck, gluck. Aber die Frage ist, war er es auch? Wer glauben Sie? Faymann haben wir schon gehört, oder? Faymann ist breite Front für Werner. Breite Front für Faymann. Faymann hat er in seiner politischen Laufbahn nie erlebt, aber schauen wir. Ich würde sagen, wenn du etwas ansparen möchtest, spar etwas an, aber nicht, wenn du klug bist, sonst bist du unklug. Ja. Dankeschön.